Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Against, beziehungsweise momentan noch Together mit den Jakob als Spartaner. Grüß euch. Und mir als Seleukiden. So, wir haben jetzt Rang erhöht, Verschleiß und Nahrungsmittelknappheit und so weiter und so fort. Es ist herrlich. So, hier machen wir auf jeden Fall mal ein Gehöft, damit wir ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Der Saba ist hier weggegangen. Das finde ich super. Saba wollte woanders sabbern gehen. Ja, das finde ich wirklich sehr gut. Alter, warte mal. Weil dann kann ich seine Stadt die nächste Runde angreifen. Übernächste. Warte, ich mach mal Gewaltmarsch, so dass ich wirklich 100 pro nächste in... Was? Wie heißt das? Eudaimon. Okay. Klingt eigentlich ganz cool. So. Warte. Militärsabotageversuch. Fehlgeschlagen. Sehr gut. So lobe ich es mir. Und jetzt Maska wird fallen. Das mache ich jetzt automatisch, weil das ist, ja, bisschen... Eindeutig. Eindeutig, ja. So, ich könnte sie unterwerfen, aber natürlich mache ich das nicht. Ich... Plünder. Oder warte. Nee, ich übernehme. Ich besetze. Weil der hat viel Nahrung. Das ist gut. Du musst noch aktivieren. Akzeptieren. Jo. Genau. Super. Und wow. Krass. Ich bin von minus 1 auf plus 15. Das ist super. Everything is awesome. So. Everything is cool da und dann weiß ich den Text nicht mehr. Aber everything is awesome. Genau. Oh, da stehen noch anderthalb Fullstack Armeen vor mir. Hm. Anderthalb Fullstacks. Ja, cool. Gell? Ja, halt eine 14er und eine 12er. So, warte. Hab ich schon verstanden. Na gut. Okay. Ja, erfolgreich. Yay. Das ist doch mal cool. Dich reiße ich mal ab. Dich kann ich ja eh nicht. Warte, was wollte ich da? Das da. Und dann auch in Nahrung verwandeln. Und jetzt schicke ich mal die Hansel von drüben Richtung Ägypten. Weil oben, ja, ich habe mir gedacht, weil, ja, Mazaka oder Kappadokien meine ich, haben ja Eisen und das will ich haben, aber die sind so nett. Deswegen gehe ich nach Kusch, die sind richtig schön groß, eine richtig schön große Herausforderung und die haben auch Eisen. Genau, deswegen mache ich die jetzt platt und nicht die süßen kleinen. Nicht die süßen Kleinen. Ich will ja schließlich eine Herausforderung. Nicht, dass dieses Klischee immer auf die Kleinen auf mich zutrifft. Genau. Warte. Deswegen gehst du auch nicht auf mich, weil ich noch so klein bin. Wir wollen unsere Zeit weise. Das kleine süße Sparta. Kleine süße Sparta. So. Ja, dass ich die ungefähr krassesten Krieger im griechischen Raum ist ja noch nicht so wichtig. Hm. Alter, die Arvener werden halt wirklich immer größer. Alter, die Arvener. Wer ist Arvener? Meine Freundin. Ah! Deine Freundin sagt das doch gleich, dann hätte ich mir die Frage sparen können. Seid gegrüßt, so, warte, Handelsabkommen ist niedrig. Zahlung. Mit euren Worten zu Ärger oder zu ich biete dir 5000. Moderat? Yes! Endlich! Was hast du jetzt geschafft? Ich habe endlich ein Handelsabkommen mit ihr. Alles klar, ein Handelsabkommen mit deiner Freundin. Genau, klar. Für 5000. Ich bekomme bis jetzt, oder also die nächste Runde 700 pro Runde. Und das steigert sich ja nochmal. Okay, ja. Ja. Ich bekomme mittlerweile auch 2250... Ich danke euch für das Gold Angebot. Pro Runde. Trotz zwei Fullstick-Armeen. Mhm.
Warte mal. Auch wenn die zurzeit angeschlagen sind, was bedeutet, ich muss ein bisschen weniger Soldaten bezahlen. Aber. Ich glaube, ich mach die Ikena noch mal ein bisschen stärker. Oh, die ist auch hübsch. Oh, die ist auch hübsch. Willst du auch für 5000 Handelsabkommen? Warte, mal schauen. Ja, warte hoch, warte. Oh, vielleicht wirst du meine neue Freundin. Warte, 3700? Ja, mag sie. Ich spüre. Cool. Wen kann ich noch pushen? Also, Ikena will ich, dass die Britannien einnehmen. Avena will ich, dass die Spanien einnehmen. Rom ist groß genug. Boah, ich könnte noch Thylis Geld geben, damit sie für dich schwer werden. Aber das mache ich jetzt nicht. Was, Thylis Geld geben, damit sie für mich was? Ja, damit sie größer werden und dich bedrohen. Aber das mache ich nicht. Mich bedrohen? Ja, ich habe auch kein Geld mehr. Also. Ich werde mit allen Bedrohungen früher oder später fertig. Ja, wirst du wohl. Warte, ey, ich wollte mit dir noch ein bisschen... Bei den meisten Sachen halt wahrscheinlich eher später als früher, aber früher oder später. Alter, diese Tiefgründigkeit ist echt erschlagend. Erschlagend? Erschlagend. Ja, wenn du jemanden auf mich hetzt, dann ist es für den wahrscheinlich in der Tat ziemlich erschlagend. Oh. So, warte, dich schicke ich mal Richtung Nordsee. So, die Köpfe der Hydra kommen jetzt auch nach Maskablabla. Hierhin. Wolfpack ist da unten, kann nicht mehr machen. Du kannst nichts mehr machen, du kannst nichts mehr machen. Ah, du hast noch ein Level Up. Level Up, Level Up. Aber was machst du? Was bekommst du? Hast du noch irgendwas für die Armee? Nee, sorry, gerade nicht. Okay. Ich rede mit meinen Helden. Mit meinem Held. Aber Tobi, ich dachte, ich wäre der Held. Ah, naja. Und mit wem sprichst du jetzt? Jeder König redet von der dritten Person mit sich. Ach ja, okay. Also ich irgendwie nicht so, sorry. Ich glaube, ich bin irgendwie nicht so Mainstream. Bei mir muss man auch sagen, bei mir ist ja, es gibt ja zwei Könige, auch wenn ich zurzeit ein ziemlich unterdrückender König bin, weil ich, wie viel waren es, 94% der, oder sind's, ja, mittlerweile sind es immer noch 94%. Mhm. Ja, doch, doch. Was, ich bin schon Imperium? Imperium, das ist für kleine Kinder. Wir sind schon Weltherrscher. Nach Hause zurückgekehrt. Was? Die ist von einem Militärkommando zurückgekehrt und wird sich in der Fraktionspolitik engagieren, bis ihn wieder zur Anführung eurer Streitkräfte einberuft. Ah ja, richtig, das war der. Seuche in Epidamnus ist das für mich nicht relativ egal, weil ich in Epidamnus noch nicht bin. Ja, aber das ist doch praktisch. Also, Krankheit. Diese Siedlung wird von einer Seuche geplagt und von Tod und Elend heimgesucht. Minus 10 öffentliche Ordnung pro Runde unterbricht die Einheiten verstärken, unterbricht das Provinzwachstum. Ja, das... Okay, cool, danke. Schön, gut zu wissen. Wie gesagt, ist für mich halt insofern relativ irrelevant, dass ich da noch nicht bin. Aber... schon mal nicht schlecht zu wissen. Also Rom hat, so wie es aussieht, Iada übernommen. Mhm. Und ich... Warte, wie groß ist diese Armee? 5 Mann. So, soll ich es riskieren, mit einer Fullstack-Armee nur da rein zu marschieren? In Pella? Die noch dazu schlechter ausgebildet ist. Kommt drauf an, was du mit der zweiten machen willst. Ich habe eine Idee.
Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich bewege mich mit der zweiten schon mal in die entsprechende Richtung. Wie viel verliere ich, wenn ich da rausgehe? Nicht sehr viel. Ich verliere zwar, aber Ding. Und mit der hier... Nö, 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 nicht über den Schiffsweg. Das brauche ich jetzt überhaupt nicht. So, mit der hier gehe ich hin. Ich könnte sie schon übernehmen. Ja. Die haben halt hauptsächlich Schiffsstreitkräfte und da habe ich keine Lust drauf. Aber also, wenn du die zweite Armee dazu holst, kannst du halt gleich automatisch machen und Erfahrung. Ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt Belagerung. Ich mache nochmal ein Ding Leiter und tu die Belagerung fortsetzen. Und nächste Runde kommt dann meine zweite Armee mit dazu. Und dann geht's ran da. Genau, ja. Vor allem, dann bekommen halt beide Armeen Erfahrung. Ja, genau, dann bekommen beide Armeen die EP und das ist halt das, was ich will. Vor allem, weil in der. Es wäre blöd, wenn Herakles Faust nicht kämpfen würde jetzt, weil die haben jetzt noch einen mit den Helden mit dabei, der halt entsprechend dann die diese ganzen Boni noch gibt für Begleitarmee und da auch richtig viel Boni. Also ich glaube, der macht jetzt mittlerweile, keine Ahnung, wie viel war das? Ich schau mal kurz bei ihm rein. Hier, da. Plus 9% Nahkampfangriff für alle Einheiten in der Begleitarmee und plus 9% Nahkampfabwehr und plus 9% Moral. Ja, das ist ein bisschen was. Für alle Einheiten mit Speeren. Und das sind halt bis auf die 4 Gorgos-Plänklerinnen bzw. die 4 Fernkampfeinheiten, die ich in den Armeen drin habe, alle. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 Einheiten Piken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit dem General zusammen 7. Die Generalseinheit hat 126 Moral. Okay. Die spartanischen Pikiniere 95. Die spartanischen Hopliten 108 bzw. 110. Und die Gorgos-Plänklerin 52. Ja, es ist trotzdem noch mehr als manche anderen. Ja, genau. Also trotzdem noch ziemlich gut. So. Eigentlich müsste jetzt die öffentliche Ordnung in Pella extrem runtergehen, weil so eine Belagerung zieht eigentlich ziemlich an der öffentlichen Ordnung. Könnte ich mir vorstellen. Ja, schon. So, dann ich schaue noch eben, gibt es irgendwas zu tun? Nee, das ist ja das, was ich dann bald zumindest mache. Ja, genau, okay. Jo. Nächste Runde wird auf jeden Fall eine Forschung fertig. So. Dann bin ich schon wieder fertig. Alles klar. Oh. Habe ich da irgendwas verpasst? Was denn? Meine Flotte wurde, glaube ich, platt gemacht. Oder der ist gestorben. Also wahrscheinlich eher, dass der natürlich gestorben ist. Nee, an Altersschwäche kann eigentlich nicht sein, der war so alt. Ja, dann ist er krank geworden. Also, wenn die halt angegriffen wird, dann bekommst du es ja sofort immer mit. Eigentlich. Pergamon will ein Schutzbündnis mit mir und ist mit 2 Fraktionen und den Sklaven im Krieg. Ja, warum denn nicht, ne? Sorry, mein Freund, ich kämpfe meine eigenen Kriege. Aber die, es ist immer noch so, dass bei mir spartanische Abtrünnige als Fraktion angezeigt werden. Echt? Ja. Haben die eine Flotte vielleicht?
Was wird denn das jetzt, du kleiner mieser Arsch? Du kleiner Mieser. Das könnte sein! Dass der Typ von meiner Flotte, der Typ, der meine Flotte angeführt hat, auch noch zu denen gehört. Das könnte auch sein. Ah, und deswegen siehst du ihn nicht mehr. Und deswegen sehe ich ihn nicht mehr und habe aber auch keine Meldung bekommen, dass er gestorben ist. Genau. Weil auf jede mögliche Weise, wenn er stirbt, würde ich eine Meldung bekommen. Mhm. Aber ich find's krass, die haben zwei Städte, also quasi für mich eine komplette Provinz eingenommen und ein Schiff, das Ewigkeiten weit weg war, obwohl ich 94% der Senatoren auf meiner Seite habe. Ja, das ist egal. Also, aber es macht, finde ich, wenig Sinn. Ja, macht auch keinen Sinn. Also, das ist, ja. Jo, alle stehen hinter mir. Okay, lass einfach mal eine ganze Provinz gegen ihn stellen. Ja, das ist echt so. Genau, Random. Wir müssen jetzt noch ein Gefecht machen. Okay, dann hau rein. Und zwar ein ziemlich heftiges. Oh, Seeschlachten, da gewinnst du sowieso. Nee, keine Seeschlacht. Das ist eine Belagerung. Der will seine Stadt wieder zurückhaben. Okay. Soll ich auf Ernst spielen oder nicht? Ja, kannst du gerne machen. Also. Okay, wird wahrscheinlich so und so interessant. Also, wenn wir. Also, ich glaube, in der Stadt hast du wirklich keine Chance. Weil ich habe viele Pikeniere und gute Pikeniere. Ah, okay, ja, gut. Und, Schicksalskrieger! Genau. Die Händler des Todes! Also, ja, die. Zweimal Garnisonsarmee. Ja, aber die sind noch nicht ausgebaut. Also, die sind gerade erst. Was denn? Ich find's geil, wie du die 500. Erste. Ja. Anstatt die 501 Punkt. Ja, ja. Das war die 500. Erste. Das mache ich immer so. Die 500. Erste. Die 500 in Klammern erste. Ja, es könnte ja rein theoretisch auch die 502. sein, aber nein, es ist die 500 erste. Oder 502.0. So. Gibt es eigentlich irgendeinen Tipp, wie man Schiffe steuert? Irgendwas? Weil, also, beziehungsweise irgendwas, was da beachtenswert ist. Warte mal, der will mich jetzt gerade verarschen, oder? RAM-Enter-Modus ein- ausschalten. Ja, RAM. Ach so, nee, RAM finde ich besser als Entern. Ich will RAM. Ich will dich tun. Okay. Also, so. Das finde ich gerade sehr merkwürdig, weil, meine Armee, die in der Stadt ist, ist nicht in der Stadt. Also, die ist eine Verstärkungsarmee. Und die kommt von irgendwo am Hinterteil der Welt? Ja. Oh. Praktisch natürlich. Oh, ja, für dich ist es sehr praktisch, das stimmt. Schon. Okay, dann fangen wir an, oder? Warte. Nein, nicht so schnell. Nicht so schnell. Warte, wie kann ich das jetzt am klügsten machen? Warte. So. Irgendwann will ich auch mal so eine richtig fette Seeschlacht spielen. Weißt du, so mit 20 Schiffen oder so. Okay, können wir gerne machen. Ich muss halt bis dahin irgendwie. Ich habe echt mal ein Gefecht verloren. Weißt du, ich dachte mir, ja, okay, der Computerspieler sagt, das ist so eindeutig. Das kann ich auch, das schaffe ich auch, wenn ich noch keine Erfahrung mit Schiffen habe, so, weißt du? Und dachte mir dann so, ja, okay, gut. Funktioniert schon. Mit dem Erfolg, es hat natürlich nicht funktioniert, warum ja. Sollte es?
Nee, ihr müsst noch einmal ein bisschen außen rum schippern. Wohin fährt der denn? Das zum Beispiel verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Was genau mache ich denn falsch? Was denn? Meine Schiffe bewegen sich einfach nicht und das sollte sich vielleicht ändern. Ja, das wäre ganz gut, wenn die sich bewegen, ja. Also hier ist es halt auch immer sehr wichtig, die Gegner auszumanövrieren und dann in die Seite zu rammen. Bam! So. Uiuiui. Ja, so wie da gerade bei deinem Generalsschiff. Was machst du denn da? Voll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was dieses Schiff da gerade tut. Dieses Schiff hat eigentlich einen ganz anderen Fahrtbefehl, aber es setzt ihn einfach nicht durch. Ja, dann backt es gerade einfach. Ja, rückwärts, schön rückwärts und nochmal rein in die Olga. Hä, wie jetzt? Wird da gerade... Ja, genau, du hast einfach überhaupt nichts getan, aber okay, du darfst mich entern. Oh, guck mal, meine Verstärkung ist da. Ja, meine auch. Das sind ja wirklich viele. Ja. Deswegen okay. hatte ich eigentlich gehofft, dass meine Armee, mit der ich die Stadt eingenommen habe, auch wirklich in der Stadt ist, aber muss ja nicht. Und ich habe euch eigentlich gezeigt, dass ihr rennen solltet. Okay. Ah ja, es ist schon nicht schlecht wenig. So, warte, ihr kommt mal hier hin. Was machst du denn da jetzt wieder, ne? Willst du mich hier ärgern? Wenn du so fragst, ja. Alter, wie viele hast du denn hier? Viele? Viele. Oh, du hast da auch ein paar noch. Ja, natürlich. Jetzt mal General unter den ganzen. Okay, ich will. Hä, Lull, was ist das denn? Ich will euch nicht zu nahe treten, meine Freunde, aber ihr solltet euch eigentlich hier aufstellen. Und vielleicht ein bisschen breiter, genau. So irgendwie. Ja, doch, so gefällt mir das besser. Hey, warum genau sehe ich deine Speerkämpfer dann immer nicht mehr? Die verschwinden dann irgendwann einfach. Weiß auch nicht. Schlechte Sicht vielleicht? Hallo, ihr solltet eigentlich hier hingehen. Wo ist jetzt mein General? Ah, da ist er. Ach, endlich. Okay. Ich habe meinen General gefunden. Jetzt können wir anfangen zu kämpfen. Nee, warte noch.
Das Geile ist, wenn die endlich in der Stadt sind, sind sie halt voll ausgepowert. Ja, geht du. Oh Gott. So, deine Kavallerie brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Hä, warum geht es denn jetzt schon wieder nicht? Ach so, weil da ein Busch ist. So ein kleiner Winzbusch. Hä, du weißt, dass du deine Einheiten gerade in den sicheren Tod schickst, weil da zwei Einheiten sind, die aus jeweils ungefähr 5 Mann bestehen? Ja. Okay, ist dir geläufig, dann. Das ist Absicht. Sehr gut. Kamikaze-Taktik. Naja, hat funktioniert. Jetzt ist meine Armee in der Stadt und. Ach so, es war also nur, um Zeit zu schinden, oder Ja, wie? deswegen habe ich meine Pferde auch. Geopfert. Genau. Das macht sogar tatsächlich irgendwie Sinn. Ja, hoffe ich. Hoffen wir mal, dass es funktioniert, dein Plan. Plänelein. Ja, komm. So. Gucken wir doch mal, wo habe ich denn die schönste Schwachstelle zum Draufreiten? Du gehst jetzt hinter zu den Docks und lässt die einfach alle wegfahren mit den Schiffen. So ungefähr, ja. Mal schauen, ob das Einigeln funktioniert, weil meine Einheiten sind sehr müde. Oh Mann. Ich würde sagen, lass es uns rausfinden. Das war schon wieder so stressig einfach, weil meine Einheiten einfach ja nicht in der Stadt waren, wo sie eigentlich hin sollten. Oh Mann. Nerv. Nerv. Oh, egal. Ach krass, okay. Wir können wirklich da durch. Aber hier nicht. Okay. Beacon! Beacon bereit! Hopp, eine Phalanx! Beacon-Infanterie zu euren Diensten! Sperrkämpfer erwarten eure Befehle! Silberschild-Sperrkämpfer! Hatte ich nicht eigentlich einen Marschbefehl gegeben für euch? Wohl nicht. Oder er hat sich aus irgendeinem Grund
von selbst beendigt. Beendigt? Ja, können meine Peltasten eigentlich irgendwas Tolles? Nö, natürlich nicht. Was, wieso sollten die auch was Tolles können? Wäre ja nur praktisch. So. So, Burschen, ihr habt meine Erlaubnis, da rauf zu böllern. So. Ach, du böllerst schon? Nein. Wie kommst du darauf? Ohne mich zu fragen, ich böller natürlich gleich mit hier. Da böller, Mann. So, hier, erste Salve und schon tot, oder was? Ach, das war die erste Salve. So, jetzt kommen sie. Die, siehst du die Standschlanderer, die hier rausrennen? Okay. Alter, also die sind schon Silber 3, die müssen es eigentlich besser wissen. Die wollen schon wieder rennen, ja. Hey Lull, was hast du denn da hinten, was da so viel Reichweite hat? Bogenschützen. Was genau machen ihre Geschosse? Ich hab. Keine Ahnung, Brandgeschosse. Geschotze habe ich. Nee, nicht Brand, sondern Normalus. Habt ihr auch irgendwie so ein Schnell-Nachladen-Ding oder so? Nee, scheinbar nicht. Egal, dann. Burn them to the ground. Same for you. Brennt. Brennt es kaputt einfach. Burn, baby, burn! Ey, jetzt hat er aber. So, bitte einmal alle konzentriert da drauf. Hey, doch nicht auf meine Pikiniere. Was ist los mit dir? Doch, natürlich auf deine Pikinieren. Worauf denn sonst? Ja, auf keine Ahnung, auf die Vögel. Die Vögel fände ich in der Tat sehr schön. Ich habe jedoch dieses blöde Gefühl, dass deine Pikiniere hier nicht so richtig an Moral verlieren und ans Weglaufen denken. Ja, aber du machst schon gut Damage. Das will ich hoffen. Jetzt würde sich das irgendwie nämlich nicht so richtig lohnen. So. Dann. Ah! Da geht einer in die Offensive! Na dann! Hallo! Ihr dürft gehen. Jungs, ihr dürft nach Hause gehen. Nein, meine dürfen nicht gehen. Die müssen schießen und nicht gehen. Meine Güte. Doch, deine dürfen auch gehen. Was ist denn los mit denen? Ja, meine Männer fliehen vor der Schlacht, ist mir klar. Jetzt geht einfach da. Nein! Die machen ganz viele Sachen, die ich nicht gesagt habe, dass sie nicht. Ja, egal. So, habt ihr keine Munition mehr oder was bei euch los? Doch, ihr habt doch noch Munition. Böllert ihr auch oder nicht so? Nee, irgendwie haben die auch keinen Bock mehr. Nö, wie wär's mal mit Schießen so? Na, eine der Einheiten hat mal die Munition verbraucht. Dem ist doch wunderbar. Jungs, könntet ihr mal bitte aufhören, da so zentriert zu stehen und da wenigstens mal reinlaufen? Das, also, sorry, aber... Rein da! Oh, sogar mit Kampfschrei, Mann. So, schön auf die Bogenschützen. Da will ich euch sehen.
Kannst du mal mit der Brandscheiße da aufhören? Das nervt irgendwie ein bisschen. Warte, ich muss erstmal herausfinden, wer diese Brandscheiße ist. Warte mal. Wahrscheinlich die. Ah, ja, okay. Gut, dann lasse ich's mal. Ja, ich könnte Signalschutz machen. Nicht was. So, das ist zwar eigentlich total dumm, weil es wahrscheinlich nichts bringen wird. Was denn? Aber ich probiere es jetzt mal aus. Okay, rein, 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 rein. Kommt schon, einfach durch die Phalanx durch. Nicht lange aufhalten lassen. Rein da! Durch die Phalanx! Alter, mein General ist so übel krass drauf. Alter, wie viele Kavallerie hast du denn? Alter! Was ist das denn? wir alle halt auf, also stehen bleiben. Ne? Aufhören zu laufen, weil die erste Einheit da ist, wo ich mir so denke, yo, genau, so gehört sich das, so macht man das. Und was? Ey, können wir da jetzt endlich mal durchbrechen hier? Das gibt's doch nicht. So stabil ist nicht mal eine spartanische Phalanx. Jawohl, doch die schon. Aber hier, sagt's mal. Cool, gell, was meine Fernkämpfer jetzt machen. Einfach irgendwo hingehen. Rein da, Jungs, rein! Ich schwöre, ich verliere langsam die Geduld hier. Ah, das macht nichts. Ah, ja gut, dann wieder raus. Meine Güte. Macht's einem aber auch schwer. Haben meine hier eigentlich, können die irgendwas Tolles oder nicht? Nee, können nichts Tolles. Wieso? Ich weiß aber wirklich, ehrlich gesagt, nicht, was die mit den Bogenschützen gemacht haben, dass die so dumm sind. Ihr dürft schießen. Schießt ihr? Ja, sie schießen. Gut. Schön auf die Kavallerie. Sehr schön. So weit kommst du? Ja, nee, auf die, du meinst die Kamele mit Bullen. Genau, ja. Wo ist mein anderer General? Da. Hier. Klick, 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 klick. Kannst du mal damit aufhören? Du machst meine schöne Rautenformation kaputt. Ja, will ich ja hoffen, ne? Okay, und jetzt auf einmal sagen sich alle so, okay, nee, kein Bock mehr. Alter! Ja, schon, ne? Aber wie schnell, ne? So plump! Jetzt laufen sie alle weg! Alle laufen sie weg! Alter! Vernichtende Niederlage! Aber das Dorf war echt krass. Also ja. So mit den engen Gassen, also besser für mich hätte es ja... Also klar, wenn die Armee... in der Stadt gewesen wäre, das wäre natürlich viel besser gewesen. Wäre noch besser gewesen. Aber da hattest du ja überhaupt keine Chance. Ich wollte dich auch eigentlich abfangen, aber meine Truppen sind dann aus irgendeinem Grund nicht mehr weitergerannt. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass ich sie in eine Formation gestellt habe, haben sie sich gedacht, okay, wir müssen uns erst in der Formation hinstellen und dann weiterlaufen. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, sein. Dass sie nicht erst laufen können und sich dann in der Formation hinstellen können, die ich festgelegt habe. Mm. Demnach eine Fehler aus strategischer Unwissenheit. Oder ein strategischer Fehler aus Unwissenheit, so rum eher. Ja. Aber also, wenn du mich abgefangen
hättest, dann hätte es ganz anders ausgesehen, weil dann hättest du dich nicht einbunkern können. Nee, also ich hatte, warte, wie viele Pikiniere hatte ich? Ich glaube, ich hatte, warte, du bist noch im Ladespiel. Ja, ja. Kannst du das noch sehen, wie viele Pikiniere ich hatte? Nein, weil es werden ja, das, die es war ja ein Angriff von See, genau, deswegen werden die See. Ah, ja, okay. Ich glaube, ich hatte 4 Pikiniere und ja, so 4 wahrscheinlich auch Speerkämpfer, die hatten auch Phalanxen, beziehungsweise Hopliteneinheiten dann. Ja. Aber das hätte niemals gereicht gegen deine Armada von Kavalleristen. Also, das war ja. Nee. Das ging wirklich nur, weil du in so einer schmalen Gasse standst. Genau. Sonst hättest du keine Chance gegen die vielen Kavalleristen gehabt. Ja, auf einer. Ja, auf einer offenen Fläche keine Chance. Mhm. Und das wusste ich, deswegen wollte ich dich eigentlich abfangen, weil ich gesagt habe, ich verwickel dich in einen so engen Kampf vorne, dass du. Entweder du setzt alles auf vorne und versuchst durch meine Infanteristen durchzubrechen, oder du musst dich aufteilen, um deine Bogenschützen vor Kavalleristen zu schützen. Mhm. Was bedeutet, dass du vorne nicht mehr genügend Power hast, um die geballte Ansammlung an Infanteristen aufzuhalten. Genau. Heißt, so oder so, wenn ich dich abgefangen hätte, hätte ich gewonnen. Mhm. Oder hätte ich sehr wahrscheinlich gewonnen, weil diese Kräfteverhältnisse einfach ganz anders gewesen wären. So, und ja, aber auf die Weise. Ja, konnte ich noch mal überleben. Genau. Aber durch unfassbare Dämlichkeit meiner Truppen. Ja. Aber das war nur fair, weil der Computer ja, hat. Ja, weil eigentlich hätten deine Truppen ja in der Stadt sein müssen. Genau, schon. Ja. Okay, Verschleißringe, Land für den Fall. Für den Feind offen wurde. Bitte was? Da steht halt in Tyros, ja, der Feind schreift ungehindert diese Region, bla bla. Erstens, da ist kein Feind weit und breit und so zwei Schritte entfernt ist meine Fullstack-Armee. Was ist 2 Schritte entfernt? Meine Fullstack-Armee. Also, wo ist da bitte ein Feind? Wahrscheinlich war das halt so, dass der einmal kurz durch dein Territorium nur durchgezogen ist quasi und dann weiter. Das ist keiner. Das Also in der ganzen Provinz, das ist meine Heimatprovinz, da ist nirgendwo einer. Aber okay, naja, dann habe ich halt 3 Hofadelige bla verloren, meine Güte. Also ich glaube, ich muss demnächst eine kleine Seeflotte aufstellen und nach den abtrünnigen Spartas suchen. Mhm. Ja, die platt machen. Musst du auf jeden Fall. Die Armee danach wieder, ja, gen Hades schicken, mehr oder weniger. Genau, ich glaube, wir müssen keine, 4000 gegen 400 spielen, oder? Hä, wieso nicht? Was? Meine zweite Armee ist da. Ach so, ja, also ich sag mal, wenn wir am Thermopylenpass wären, dann wäre das jetzt was anderes. Und wenn das Spartaner wären und keine weicheiligen Hartkrieger... Ja. Dann wäre das definitiv was anderes. Es sind weicheiige Muskatkrieger und wir sind nicht am Thermopylenpass. So. Genau. Das Gute ist, dadurch, dass er mich jetzt angegriffen hat, habe ich insgesamt, glaube ich, 6000 Gold bekommen, weil ich die Einheiten halt wieder freigelassen habe. Weil du die Einheiten nicht bezahlen musstest, ja. Okay, das machen wir auch nochmal automatisch. Seine beiden Fullstack-Armeen sind jetzt weg. Super! Was für Fullstack-Armeen? Ja, das sind seine einzigen Fullstack-Armeen. Ah, die ehemaligen Fullstack-Armeen, genau. Über die ich gerade eben noch die Kontrolle hatte. Ja. Aber ich muss echt sagen, also, das sah schon echt geil aus mit den ganzen, Kavalleristen. Also, das war echt cool.
Ja, und das Einzige, was wirklich richtig bescheuert war, war die Stelle, wo sie dann auf einmal alle stehen geblieben sind. So, ich meine, die waren ja durch die ganze Stadt standen die dann. Ja. Genau, ja, das... Weißt du, meine Idee war quasi, ich habe gehofft, dass das in dem Spiel so umgesetzt werden kann, dass sie halt einfach so volle Kanne alle nacheinander da reinpreschen quasi, dass die Phalanx das schlicht und einfach nicht halten kann, ganz egal, wie viele die Speere da stehen. Hm. So, ist also in dem Spiel aber halt nicht so umgesetzt, deswegen konnte die Phalanx es halten. Hä, wie? Der sagt, dass ich keine Chance habe. Warte mal. Okay, es wird eine ziemlich... Oder machen wir das nächste Runde? Ich glaube, also entweder wir nehmen jetzt noch eine ganze Folge auf. Es ist halt... Alter, ruckelt das? Wieso ruckelt das so? Es sind gerade... Ja, wir... Ja, oder ich mache einfach umstellen und dann speichern wir, weil wir sind schon bei 50 Minuten jetzt. Wir sind schon über die halbe Stunde raus. Genau, definitiv. Gut, okay. Ja, dann speichern wir einfach und machen beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn die Schlacht sicher beeindruckender gewesen wäre, wenn es auf dem Feld gewesen wäre, aber ja, war trotzdem spannend, fand ich. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis denn.